Was macht ihr denn hier? Oh. Donnerlädchen. Sag mal, könnt ihr euch nicht mal melden? Ja, ihr seht hier, ich bin ja unten in meinem Waschkeller. Und all die schönen Maschinen. Und nur der Bremen hat einen Trockner. Aber heute brauche ich keinen. Das ist ein bisschen schlecht mit dem Licht. Hm? Naja, komm. Ist egal. Der Herbst hat begonnen. Nee, besser doch ausmachen. Nee, geht auch nicht. Naja, müsst ihr euch mit zurechtfinden. Vielleicht mal. Also, der Herbst hat begonnen und somit beginnt auch meine Bushcraft-Saison. Das heißt, im Sommer bin ich nicht so gerne im Wald. Bin ich halt Stechmücken und so weiter. Also ich bin schon noch gerne im Wald, aber halt nicht mehr so oft. Mit der Kamera vor allen Dingen schon mal gar nicht. Weil es ein bisschen müßig ist für mich. Mit meiner ganzen Ausrüstung und Kamera. Aber mal gucken, ob man das so sehen kann. Ich teste jetzt was für die neue Saison. Und zwar die US Military Wool Blanket. Original von der US-Armee. Habe ich für einiges auf eBay ersteigert. Ich glaube 50 Euro waren es. Das ist ein originales, eine originale Wolldecke der Armee. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Nochmal andersrum. So. Da gibt es verschiedene Ausführungen, nämlich in 100% Wolle und 70% Wolle und 30% Polyester. Mal gucken, ob das hier irgendwo zu sehen ist. Wo ist denn das Tech? Das Dreck-Tech. Lauf. Wie man sehen kann, steht hier drauf Rothko. Das ist die Firma, die für die US-Armee die Wolldecken macht. 62x80, 70% Wolle, 30% Synthetik, Fire Retardant, also feuerhemmend, Made in USA, Dry Clean or Machine Wash. Was ich gemacht habe, ich habe bei 30 Grad gewaschen. Da muss eine Menge, da muss wirklich eine ganze Menge Weichspüle rein, weil diese Wolle sonst kratzt. Und jetzt ist die echt, also so weich wie der Popo von Frau Brehm. One blanket at a time in cool water and melt mild soap using gentle cycle add fabric softener to final rinse. Line or tumble dry on gentle lowest heat setting. Brush lightly to restore fluffiness. Also, man soll einen Weichspüler benutzen. Entweder an der Luft trocknen oder Tumbler heißt Trockner. Obwohl ich sagen muss, ich hatte die bei 30 Grad gewaschen und nur mit 600 Umdrehungen geschleudert. Und die ist schon fast so gut wie trocken. Wie man sehen kann, ist die hier überall double stitched, wie man sagt, also doppelt genäht, ist beweglich. Und meine Idee war, entweder mache ich daraus, also nehme ich da ganz normale Decke, oder ich lasse mir von Frau Brems Mama daraus ein Bushcraft, Boreal Bushcraft Shirt machen. Wobei, ich habe jetzt hier diesen Hoodie, ich stehe total auf Hoodies, diesen Hoodie gefunden, Fruit of the Loom bei Amazon für 10 Euro irgendwas. Ich finde den cool und irgendwie ähneln die sich. Aber ich werde die jetzt mal testen und in kalten Nächten mal wieder schön auf dem Balkon pennen, nur um sie zu testen. Ich habe ja schön
so ein Feldbett, da stelle ich mir dann auf den Balkon und schlafe ich da drauf, nur um zu testen, wie weit man damit gehen kann, in welchen Temperatur, bevor es damit wirklich rausgeht. Und ja, vielleicht kaufe ich mir eine zweite und Frau Brems Mama macht mir da raus das Bushcraft-Shirt. Aber dann mache ich das mit dem US-Schritt hier vorne. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut und schreibt gut.